Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Zelda Link's Awakening. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es sehr gut. Wie immer machen wir einen kleinen Recap, was wir im letzten Video gemacht haben. Also im letzten Video haben wir eigentlich nur den Tempel gemacht. Was meint eigentlich nur? War schon relativ lang. Also wirklich, da war lang. Ich weiß, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie lang er war. Aber wir haben... Wir haben ein stärkeres Kraftarmband bekommen, mit dem wir jetzt auch schwere Sachen schieben können und auch tragen können. Zum Beispiel letztes Mal konnten wir Elefanten hochheben. Und jetzt haben wir, wie ihr seht, 13 Herzen. Das ist relativ gut. Was ich in diesem Video machen wollte, ist, dass wir zu Mr. White gehen. Wegen diesem Brief, den wir ihr noch zu Dr. White geben sollen, der eben da oben ist. Genau dort, das ist sein Haus. Und dann wollte ich noch zum Dorf, um beim Gockel zu schauen, weil es gab irgendeine Geschichte mit dem toten Gockel und dass wir auch Tote wieder wecken können. Dann werden wir auch versuchen, zum nächsten Tempel zu gehen, der da oben sein sollte, laut des Uhus. Der Uhu hat uns immer geholfen. Deswegen werden wir versuchen, dorthin zu gehen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, dorthin zu gehen. Ich weiß auch nicht, ob wir es schaffen, dorthin in diesem Video hinzugehen. Habe ein paar kleine Sachen vor. Ich wollte auch schauen bei Muschelbazar, ob es dort etwas gibt. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Es gibt noch zwei Tempel zu machen. In den zwei Tempel sind eben die zwei oben rechts und links. Wo gehen wir als erstes hin? Ja, wir gehen als erstes dort. Und ich, keine Ahnung warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das die zwei schwierigsten sein könnten. Weil das jetzt natürlich auch die letzten sind, die haben natürlich auch eine gewisse Reihenfolge. Weil ohne die anderen Gegenstände von den anderen Tempeln könnte man nicht in den Tempel gehen und der Uhu sagt auch, in welcher Reihenfolge man es machen muss. Ich hatte recht, es gibt tatsächlich, weil anscheinend ein Goggle darunter begraben wird, deswegen man es auch hier sieht. Das ist der Kröten Rap, den wir vor zwei Videos bekommen haben. Auch das dritte Lied von Ocarina und auch das letzte, weil es eh nur drei gibt anscheinend. Hier. Und jetzt haben wir wieder den Gockel. Der Gockel lebt hier wieder und nett scheint er auch zu sein. Anscheinend wird er uns jetzt folgen. Ich glaube, der wird uns auch helfen, um zum siebten Tempel zu kommen. Weil der Uhu hat irgendwie gesagt, flieg zum Tempel. Deswegen glaube ich, mussten ihn eh erwecken. Deswegen ist es wahrscheinlich eine gute Idee, ihn jetzt zu erwecken. Bevor wir dorthin gehen und dann merken, wie soll ich da hinkommen? Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt in den Wald. Ich sollte damit aufhören. Das habe ich schon gesehen. So, weg damit. Weg. Wir gehen einfach hier schnell vorbei. Weg. So. Da gehen wir zu Dr. Wright. Der ja Briefe liebt. Was ist das? Ein Brief für mich?
Schnief. Das ist ja toll. Ha. Und sieh doch, mit einem Foto. Um gemein zu sein, ich sehe keinen Unterschied mit der Ziege. Nee, der war gemein. Sie ist ja so hübsch. Jetzt, wenn ihr euch fragt, warum ist jetzt ein Foto von Peach? Ist nur, damit sie ein bisschen schöner aussieht, weil sie ist natürlich eine Ziege. Warte, ich muss dir irgendwas für deine Mühe geben. Moment. Natürlich, das ist auch nur ein Traum, deswegen können die ein bisschen alles machen, so. Ja. Kann ein bisschen alles herbringen in dem Link zu wegnehmen. Ich habe einen Besen erhalten. Wenn er wüsste, wie Christine wirklich aussieht. Ja. Der Arme. Ist aber nicht schlimm. So, also den Besen. Den Besen würde ich so zur Großmutter geben. Das ist vielleicht ein bisschen ein Klischee, dass Großmütter jetzt den Besen bekommen. Aber wer sollte sonst den Besen bekommen? Also. Gehen wir mal schnell zu ihr. Und sie ist nicht da. Sie ist nicht da. Das finde ich komisch, okay? Sie ist nicht da. Vielleicht. Ich glaube aber nicht, dass ihr Mann mit mir reden wird, wo sie ist. Wie soll ich es sagen? Aber naja, könntest du mich bitte von draußen anrufen? Scheint Ulrike ist sehr schüchtern. Ja. Was wollte ich noch machen? Ich wollte irgendwas. Nee, ich weiß nicht mehr. Nee. Aber wenn sie. Warte, wenn sie nicht hier ist. Und wenn es eh nur zwei Dörfer hier gibt. Ich schau mal, ob. Vielleicht ist die Großmutter ja dort im Zoodorf. Man weiß ja nie, weil. Die haben anscheinend so Verknüpfungen und so. Auch Marien und dort, die sind auch immer alle dort. Also. Warum sollte sie dann nicht da sein? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Nee, ich glaube nicht, dass sie da ist. Also. Na doch, da ist sie. Tada! Oh, ein neuer Besen für mich. Er ist doch für mich. Ja, ja. Hier nimm den Besen. Und flieg. Ich gebe dir dafür den Angelharten, den ich beim Kern am Fluss gefunden habe. Und das weiß ich, wo man den hinbringen soll. Den bringen wir gleich auch zum Fischer. Zum Fischer, der den auch wollte. Er wollte den. Das haben wir auch vor ein paar Videos gesehen. Dass er das wollte. Dass er keinen Angelhaken mehr hat und deswegen kann er nichts mehr fischen. Da gibt es noch die Nixe. Die wollte ihr. Ich weiß nicht mehr, was es war. Nee, das war dadurch. Man müsste hier hingehen. Und man musste hier unter die Brücke gehen. Ich dachte am Anfang, da wäre eine. Könnte man durchgehen, aber nicht. Ne, da gibt es natürlich ganz normal einen Angler. Oh, du hast ja noch nicht etwa einen Angelhaken in der Hand. Den solltest du mir geben. Du bekommst dafür meine ersten Fang. In Ordnung. Sperr deine Augen auf und sieh genau hin. Ui, was für ein Riesenbrocken. Oh, eine Perlenkette. Die sollte ich zur Nixe geben, glaube ich.
Also, keine Ahnung warum nix. Ich sag immer mehr, Jungfrau. Die gleich daneben ist. Die ist gleich da. Das sind meine Perlenkette. Hey, gib sie mir zurück. Ja. Ich geb dir auch eine Schuppe von mir. Ich will keine Schuppe von dir. Eigentlich, oh. Wenn's muss. Versprich mir, dass du nur eine Schuppe nimmst. Aua, nur eine. Ich weiß ganz genau, was ich damit machen muss. Ich weiß ganz genau. Autsch. Das ist sehr sozial von dem Spiel. Die Schuppe muss ich dorthin legen zu dieser Meerjungfrau. Weil ihr eine Schuppe fehlt. Das weiß ich ganz genau noch. Das weiß ich noch. Dass ihr eine Schuppe fehlt und deswegen muss ich ihr eine Schuppe tun. So. Aber keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Von der einen Seite. Aber da will ich erstmal schauen, was es dort gibt. Da war ich ja noch nie. Natürlich eine Zaubermuschel. Yeah. Eine Zaubermuschel, das ist doch gar nicht mehr so schlecht. Ich weiß nicht mehr, wie viele es insgesamt gibt. Ich glaube, es gibt 50. Ich habe mich kurz informiert darüber, wie viele es gibt. Es gibt 50, ja. Und irgendwann gibt es, ja, je mehr man sammelt, desto bessere Gewinne kriegt man, glaube ich, ja. Auf jeden Fall, bald ist auch dieses Let's Play zu Ende. Ich weiß nicht, nach wie vielen Folgen das zu Ende ist. Ich habe auch nicht gerade gezählt. Das ist ein Apfel, da kann ich mich regenerieren. Danke. Danke. So. Aber wirklich, das ist echt ein cooles Spiel. Ich habe natürlich das nicht am Anfang auf Game Boy gespielt, als es rauskam. Nicht eben, war ich eben noch nicht geboren, also. Ich glaube, auch David hat es nicht gespielt. Es kann sein, aber glaube ich eigentlich eher nicht. Ich glaube auch, dass es sein erstes Mal ist. Unter Brückengeheim, ja, bla bla bla, das wusste ich schon. Autsch. Geh weg. So. Tschüss. Und jetzt gehen wir und legen die fehlende Schuppe. Was wird hier jetzt passieren? Ein Geheimgang. Gehen wir doch einfach da rein. Schauen wir mal, ob es was Wichtiges oder was Unwichtiges ist. Eine Lupe. Du hast die magische Lupe erhalten. Jetzt kannst du Dinge sehen, die vorher unsichtbar waren. Yes. Das ist witzig. Wenn man eben so kleine Bugs findet. Okay. Seit wann seid ihr hier? Magische Lupe. Was könnte... Muss mich
mich dran erinnern. Ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, die magische Luke erinnert mich. Es gab hier ein Buch. Ja, es gab ein Buch in der Bücherei im Anfangsdorf. Es war ein schwarzes Buch und das konnte man nicht lesen. Das konnte man nicht lesen, keine Ahnung warum. Das war, glaube ich, die Schrift war zu klein. Und ich glaube, mit der Lupe können wir es jetzt lesen. Also würde ich vermuten. Machen wir gleich. Ich möchte davor aber noch gerne dahin gehen. Voll. Muss ich mich teleportieren? Nee, muss ich nicht. Aber ich glaube, dann haben wir auch die zweite Mission, wo man Sachen austauschen musste. Fertig eigentlich. Ich glaube, wir haben alle Sachen ausgetauscht, die wirklich nötig waren. Das ist cool. Hab vergessen. Nein, 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 das finde ich nicht gut, nein. Das ist gemein. Ich will da durch. Lass mich durch. Ich gebe trotzdem einen ganzen Herzen. Das ist doch eigentlich ganz gut. So. Keine Ahnung, warum. Ja, ich glaube, das ist ein Teleport. Ich glaube, das ist ein Teleport, das ist eigentlich gar nicht mal so unpraktisch. Ja, das ist ein Teleport. Yes! Eine Zaubermuschel mehr. Ich weiß nicht, bei wie vielen wir sind. Ich hoffe, wir sind so bei 20 oder sowas. Schauen wir einfach jetzt gleich mal nach. Wir haben auf jeden Fall diese Belohnung. Zweite, was ist das für eine Belohnung? Ein Muscheldetektor. Er zeigt dir, wenn sich eine Zaubermuschel in der Nähe befindet. Das ist doch ganz praktisch. Das ist sehr praktisch. Kommen wir schneller Muscheln finden. Deswegen glaube ich, heißt es auch Muscheldiktator. Ja. Also. Jetzt würde ich gern zur Bibliothek gehen. Und danach könnten wir uns wahrscheinlich, kommt drauf an, was uns dieses Buch sagen wird, zu dem siebten Tempel begeben. Zu dem siebten und vorletzten Tempel. Ist irgendwie so wie ein Turm aussieht auf der Map. So, das ist die Bibliothek. Da gab es eben dieses schwarze Buch, dass man nicht die dunklen Geheimnisse von Kokolin das Buch lesen, wirklich? Jawohl. Kann ein Ei ein Irrgarten sein? Links, links, oben, rechts, 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 oben, oben. Das verstehe, wer will. Ich glaube, das ist für später. Ich glaube, das ist für das Ende. Ich glaube, das ist echt für das Ei. Auf jeden Fall. Dann Richtung siebten Tempels. Ich glaube, das ist besser, wenn wir uns dorthin teleportieren. Da wir schon mal in der Richtung dort waren. Und natürlich ist es am besten von dort. Hilfe. So,
Da war das Ei. Das. Oh. Und der Uru spricht uns gleich. Uhu, der Weg ist schwer, doch du bist fast am Ziel. Geh nach Osten. Der Windfisch wartet schon. Nee, er schläft schon. Warten und schlafen ist was anderes. So, dann gehen wir da durch. Stimmt, ja, jetzt haben wir ja auch. Ja. Ja, jetzt haben wir jetzt auch den Greifhaken und können auch den dann nehmen. Auch wenn das Schlimmste ist auf der ganzen Welt. Ist mir aber egal. Trotzdem habe ich ihn. So, dann gehen wir einfach weiter. Da können wir jetzt auch durch. Oh. Gibt's eine Muschel. Da ist eine Muschel. Tja. Von denn. So, eine Zaubermuschel mehr. Auf jeden Fall, das geht schneller. Eichel. Oh, hier gibt es wieder einen. Was gibt es denn da drinnen? Oh, Luigi! Hey Mann, dein Gockel fliegt ja tatsächlich, ist ja ein Ding. Dann solltest du dich wohl mal an ihn dranhängen. Sieht voll aus, so wie Mario und Luigi nebeneinander. Aber hier gab es irgendwo anscheinend eine Muschel. Dann krabbeln wir. Ich glaub nicht, dass man graben muss. Yeah! Man kann echt fliegen. Vielleicht ist es aber auch da unten. Ich weiß nicht. Vielleicht ich... Das... Ich schau jetzt nach, ist mir egal. Ist mir egal. So was. What? What? Okay. Einen Kommentar? Nee. Warum sollte ich dazu einen Kommentar geben? Nee.
Kann man das Glück nennen? Nee, kann man nicht, glaube ich. Also ich sehe das jetzt nicht als Glück an. Einfach da rüberfliegen. Ah. Wo ist der? Da. Perfekt. Und dann haben wir den Schlüssel. Den Adlerschlüssel. Komm. Aber die Muschel haben wir trotzdem nicht gefunden. Das mich schon ein bisschen... So, kommen wir jetzt leichter durch. Diesmal ohne den Gockel. Hm. Yeah! Wenigstens da eine Zaubermuschel. Aber es sagt mir noch nicht, wo die andere ist. Die da drüben war. Hier. Da. Irgendwo da. Irgendwo da. So. Ich weiß aber nicht, ob die auch unten so anzeigt. Und vielleicht im Haus. Ich habe mal eine Frage, so an alle, die noch da sind. Ich weiß nicht, wie viele das eigentlich sind. Ich habe mal eine Frage. Findet ihr es eigentlich besser mit Facecam oder ohne Facecam? Weil ich finde immer so, ohne Facecam, dann sieht man mehr vom Spiel und dann ist man nicht immer abgelenkt vom Spieler selber. So für Streams finde ich natürlich mit Spieler besser. Natürlich mit Facecam besser. Aber so für Videos finde ich ohne Facecam besser. Das ist mein Eindruck. Ich würde gerne eure Meinung wissen. Also ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber schreibt es einfach in den Kommentaren rein. Würde mir gefallen. Was ist das denn? Hä? Ich verstehe aber gerade gar nichts mehr, also. Mir egal, bumm. Das hat sehr viel genützt. Ne, also ich weiß nicht, wie man den kriegt. Hm. Autsch. Hä? Es geht zurück. Das interessiert mich weniger. Hoch. Links. Ist irgendwo so dort, aber das... Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es mit dem hat was mit dem Loch zu tun. Vielleicht kann man so eine Bombe da reinwerfen oder sowas. Ups.
Genau sowas. Nach 5 Minuten haben wir es endlich geschafft. Yeah. So, jetzt geht's weiter mit der Geschichte, weil sonst wird das Video eh wieder 10 Jahre lang dauern. Ist wie immer. Hilfe. Und da haben wir eigentlich schon auch den Eingang, also. Ist aber nicht von der Seite. Yeah. Es gibt aber eigentlich sehr viele Muscheln jetzt. So, wenn man es einmal merkt, so. Ich glaube, da geht es normal weiter. Das will ich aber nicht. Für den Moment habe ich gesagt, dass wir ein bisschen so Zweitgeschichte machen. Nicht die Hauptgeschichte. So. Ah. Das sind wir aber schon drüben. Die Adlerfestung ist nah. Vorsicht vor dem Teufelsadler. Okay. Da will ich nicht reingehen. Ich glaube, da oben geht es eben dann weiter. Dann nehmen wir eben den anderen Weg, der frei war. Es gibt zwei Wege. Dann gehen wir dahin. So, so. Springen. Toll. Ich bin schlau. Ich bin sehr schlau. Ich glaube, das waren alles falsche. Obwohl, wenn man... Ich glaube, das waren echt alles falsche. Ich glaube, ich versuche mal alle zu öffnen, aber ich glaube, das waren echt alles falsche. Du hast eine Zaubermuschel erhalten. Ey, wie viel sind wir? 23. 23, also es gibt 50. So. Autsch. Ich bin dumm. Wenn man alle öffnen muss. Dann. Muss man den machen auf jeden Fall. Muss man den machen. Fertig. Tadam. Und dafür haben wir 100 Rubine. Yes. War jetzt gerade nicht. Ja, hätte lieber was anderes, Zaubermuschel oder sowas. So, dann gehen wir jetzt zum Turm. Sind sehr nah anscheinend. Dort werden wir dann auch das Video aufhören. Ja.
Ja, das sind lange Videos. Ich weiß, aber jetzt kommen wir so gut mit der Geschichte voran. Dass ich einfach keine Lust habe, aufzuhören. Labyrinth. Ist ja echt fast wie ein Labyrinth. So, weg. So. Was ist denn runtergefallen? Nicht mehr zurückkommen. Ah, Teleporter. Das habe ich gesehen. Was ist das? Yeah, eine Fee. Und doch gar nicht mehr so schlecht. Dann haben wir eine Fee. Das ist doch ganz gut. Direkt neben einem Teleporter. So, und dann gehen wir hoch. Lassen das fallen, weil das mich nervt. Wenigstens tot. Hat es verdient. Dann sind wir auch schon oben. Vor dem Turm. Oder ich bin nicht da. Da waren wir schon. Waren wir echt schon. Hab's aber nicht gemerkt. Ich bin dumm. So. Dann hoffe ich auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wir sind jetzt fast vor dem Turm. Ich werde einfach im nächsten Video vor dem Turm sein. Ihn natürlich noch nicht öffnen. Mit euch werde ich ihn öffnen. Bis dahin. Sehen. Hofft. Entschuldigung. Bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns. Ciao.